Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing-Video von mir, nämlich möchte ich gemeinsam mit euch die super schöne Apotheke öffnen. Also viel Spaß und los geht's! Ja, so sieht die Apotheke aus, beziehungsweise die Verpackung von der Apotheke sieht so aus. Also wie ihr seht, das ist schon wieder in so einer Tüte drin. Und ja, man kann da auch schon so einiges sehen. Aber ich würde sagen, ich schneide jetzt einfach mal die Tüte auf und dann hole ich auch schon mal die ganzen Sachen raus. Also hier ist meine Schere und ich schneide die Tüte jetzt einfach mal auf. So, also da gibt es auf jeden Fall schon mal eine sehr große Tüte drin. Dann noch eine Tüte. Noch eine. Und noch zwei. Und in der einen ist dann auch die Anleitung drin. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal die ganzen Tüten auf und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Also wie ihr seht, da gibt es wirklich sehr viele Sachen mit dabei. Vor allem dann auch so kleine Sachen. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal das Aufzubauen an. Und ja, also hier gibt es auf jeden Fall schon mal die Anleitung. Und hier ganz, links, so, jetzt könnt ihr sehen, ist dann die Apotheke. Also das ist dann alles jetzt in diesem Set mit dabei. Dann hier rechts ist das Ladengebäude. Und zu dieser Apotheke habe ich mir dann auch noch so ein Ladengebäude gekauft. Also das heißt, ich werde das dann auch so wie hier kombinieren. Aber als erstes werde ich die Apotheke erstmal so einzeln aufbauen. Und dann später noch kombinieren. Und dazu gibt es dann natürlich auch noch ein Video. Ja, also. Als erstes benötige ich dann dieses Teil hier. Und da muss ich eigentlich nur die Tür davon hier rein tun. Und ich glaube, das wird dann so ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Denn dazu gibt es dann noch einen Sticker, nämlich hier die Nummer 5. Und da gibt es dann dieses Zeichen hier. Und das muss ich dann da drauf kleben. Und darum ist das dann ein Erste-Hilfe-Kasten. So sieht es dann aus. Und wenn man es dann aufmacht, sieht es so von innen aus. Genau. Als nächstes ist dann diese Wand hier an der Reihe. Ich habe die Kamera jetzt ein bisschen so hochgetan, damit man die ganze Wand sehen kann. Und ja, für diese Wand benötigen wir dann noch diese drei Teile da, damit wir halt so ein Regal haben. Und da muss ich diese Teile hier reintun. Sieht es dann aus. Und jetzt mache ich auch noch das Schild. Also jetzt sieht es so aus, aber da kommt gleich noch so ein Sticker drauf. Und ja, so sieht es jetzt aus. Ja, da drauf kommen dann noch diese zwei gelben Teile hin. Also die müssen dann hier rein. Wobei, das muss ich so machen. Und dann noch so ein Teil. So. Als nächstes ist dann diese Wand dran. Also da muss ich dann erstmal diese roten Teile drauf tun. Und die mache ich jetzt da drauf, weil ich eben ein Ladengebäude für diese Apotheke gekauft habe. Das heißt, diese Apotheke wird dann in diesem Ladengebäude drin sein. Und darum brauche ich jetzt diese roten Teile. Weil bei dem Kostümverleih und beim Postamt brauche ich diese roten Teile nicht, da ich dafür halt kein Ladengebäude habe. Und darum habe ich es einfach weggelassen. Aber jetzt für die Apotheke brauche ich es. So sieht es dann aus bis jetzt. Und dann brauche ich auch noch dieses blaue Teil. Das kommt dann hier rein.
Dann kann man hier oben auch noch so Sachen lagern. Und dann gibt es auch noch diese zwei Regale. Also, die müssen dann hier rein. Und dann auch noch hier oben ungefähr. So sieht es dann aus. Als nächstes ist dann das hier dran. Und ja, da muss ich erstmal dieses gläserne Teil hier rein tun. So. Dann kann man das so auf- und zumachen. Also das heißt, da kann man dann auch noch so Sachen reintun und man sieht das trotzdem, weil ja, dieses Teil eben sozusagen aus Glas ist. Dann als nächstes ist dieser Bildschirm an der Reihe. Der kommt dann hier in dieses Loch rein. So sieht es dann aus. Und dann gibt es auch noch hier diese Kasse. Da muss ich dann aber erstmal noch einen Sticker drauf machen und hier ebenfalls auch noch einen. Also jetzt habe ich da diesen Sticker drauf getan und hier eben auch noch diesen Sticker. Und diese Kasse, beziehungsweise ja, diese Schublade mit dem Geld kommt hier rein. Ich finde es ehrlich gesagt richtig cool, dass das irgendwie so mit eingebaut ist in diesen, ja, in diesen Tisch. Und dann gibt es auch noch diese Box. Dazu gibt es dann halt auch noch so einen Deckel. Muss eigentlich nur hier drauf. So. Und hier kommt noch ein Sticker hin. So sieht es dann aus. Also dieser Sticker ist eigentlich weiß, weil das ist eigentlich so eine Aufbewahrungsbox für die Milchzähne. Und ja, hier gibt es extra so einen Sticker, wo man dann halt eben seinen Namen hinschreiben kann. Und als nächstes ist dann die Waage an der Reihe. Dafür benötigen wir diese Platte hier. Und dann gibt es auch noch das hier. Das kommt dann hier rein. So sieht es dann aus. Und dann muss ich hier und da oben noch einen Sticker draufkleben. So sieht es dann jetzt aus. Also hier steht dann oben einfach, wie viel man wiegt. Und da sieht man, wo man die Füße draufstellen soll. Dann gibt es auch noch hier so eine Tüte mit Bonbons, würde ich jetzt mal sagen. Also da muss ich dann wieder so einen Sticker drauf tun. So sieht das dann aus. Und es gibt dann noch eine Tüte mit Schokolade. Ich glaube, das ist so ein Schokokeks. Und dann gibt es auch noch einen Spiegel. Dafür benötige ich dann diese Folie hier. Und natürlich auch noch den Spiegel. Den muss ich schnell mal finden. Gefunden! Ja, da mache ich jetzt schnell diese Spiegelfolie drauf. So sieht es dann aus. Und jetzt gibt es auch noch das hier. Ich glaube, das soll für die Lidschatten sein. So eine Box voll mit Lidschattenfarben. Ja, ich weiß nicht so genau, wie man sowas nennt. Aber ja, da muss ich dann diesen Sticker drauf tun. So sieht es dann aus. Das kann man dann auch hier so zumachen. Und ja, da steht dann Playmobil. Und außerdem gibt es dann auch noch ja, so eine Box und hier auch noch so eine kleine Box und dann auch noch einige ja, Döschen oder solche Flaschen. Ich würde sagen, ich baue das jetzt einfach mal schön auf, also diese kleinen Döschen, weil die haben dann halt solche Deckel. Und ich könnte es auch ein bisschen einrichten und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Ja, jetzt habe ich die Apotheke endlich eingerichtet und das hat ziemlich lange gedauert. Aber jetzt bin ich endlich fertig und ich würde sagen, ich zeige sie euch jetzt mal. Also hier könnt ihr sie eigentlich auch schon so sehen. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt einmal mal hier an. Also da ist eigentlich der Tisch, wo dann der Mitarbeiter sitzt. Und hier gibt es dann halt so Bonbons oder Kekse und dann auch noch
ja, so ein Döschen, keine Ahnung, mit vielleicht auch Bonbons drin oder so. Das kann man dann auch hier so aufmachen. Und auf der Rückseite ist dann hier der Computer und hier ist dann die Kasse. Und dann ist dort auch noch ein Stuhl. Dann hier gibt es so eine Wand, wo dann halt auch noch so, ja, Gefäße sind. Und hier in dieser Box ist dann halt so eine Schere, da gibt es eine Spritze, eine Pinzette und sowas. Und hier unten sind so Creme und Shampoos und ja, solche Sachen halt. Dann hier gibt es so Babyflaschen und so, ja, Milchaufwärmer oder so. Dann sind hier zwei Zahnbürsten und eine Tasse. Hier gibt es zwei Dosen und noch einige andere, ja, kleinere Dosen mit vielleicht einer Creme drin oder ich weiß nicht, wer weiß. Dann gibt es hier auch noch einige Shampoos, Creme, Sprays und all sowas. Und hier gibt es dann auch noch ein bisschen Schminke, also Lippenstift, Wimperntusche und ja, noch einige andere Sachen. Hier gibt es wieder so Döschen, so ein Gefäß, Sprays und halt so Schminksachen. Da gibt es auch Parfüme, da ist auch der Spiegel und hier gibt es auch noch so einen Kalender. Der sieht so aus. Und ja, da ist dann auch noch so ein Tisch. Ich musste diesen Schuh jetzt aber hier auf diesen, ja, auf dieses Teil da drauf tun, weil ansonsten diese ganze Wand umkippt. Ja, da dieser Tisch das halt so nach vorn zieht. Aber wenn ich das alles dann ins Ladengebäude eingebaut habe, dann wird das nicht mehr so schlimm sein. Also, ja, dann wird das nicht mehr umkippen. Und ja, dann gibt es hier einen Erste-Hilfe-Kasten. Also da habe ich jetzt so Pflaster, Verband und sowas reingetan. Und außerdem gibt es dann auch noch hier so einen Tisch mit so einer Schüssel und so einem Tuch. Und ja, da gibt es auch noch so ein kleines, ja, Döschen, also so eine kleine Aufbewahrungsbox für die Milchzähne, die dann rausfallen. Und hier gibt es dann auch noch so eine Waage und da ist so ein Teil vom Dach. Genau. Das ist jetzt die Apotheke. Also ich finde die Apotheke richtig schön und es gibt auch so viele Sachen mit dabei. Also mir gefällt es richtig gut. Ja Leute, das war's jetzt mit dem Video. Also ich finde diese Apotheke sowas von schön. Es gibt so viele Sachen mit dabei und ja, es ist einfach nur wunderbar. Es gefällt mir richtig gut. Und da werde ich auf jeden Fall dann auch mal vorbeischauen. Also vielleicht, wenn ich mal krank bin oder wenn irgendjemand in meiner Familie krank ist oder so. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Apotheke auch. Und ich hoffe natürlich auch sehr, dass euch das Video gefällt. Dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, damit wir das auch sehen können. Und vergesst nicht, noch unseren Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Habt aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!